Der Studiengang zieht ganz speziell von jungen Menschen an. Vor allem Menschen, die neue Grenzen erfahren oder sogar über eigene Grenzen hinweggehen. Leute, die gerne außerhalb der eigenen Komfortzone sich bewegen. Wir bereiten die neuen Studierenden auf die zukünftigen Berufsfelder vorbereiten, indem wir sie an einer grossen Diversität mal aussetzen. In unserem Studiengang haben wir Leute, die aus dem Technischen, aus dem Wirtschaftlichen oder aus dem Gestalterischen kommen. Und wir fördern die Diversität fördern und die Leute alle eigentlich mischen miteinander, an unterschiedlichen Hintergründen aussetzen, tun wir die gut vorbereiten auf die Volatilität, die in der zukünftigen Tätigkeit auf sie zukommt. Das Studium beinhaltet rund 70% Pflichtmodul und 30% Wahlmodul. In diesen 30% können sich die Studierenden individuell entwickeln. Einerseits in Technik vertiefen oder auch in den Wirtschaftsbereich vertiefen oder vermehrt im Designbereich. Ja, wir bringen drei Kompetenzfelder ins Studium. Das eine ist die technische Machbarkeit, das Engineering, dann die wirtschaftliche Machbarkeit und die menschlichen Bedürfnisse im Sinne von User-Centered Design. Und unsere Studierenden lernen, mit den drei konfliktuellen Ansätzen umzugehen und werden somit extrem lösungsorientiert. Praxisorientierung ist bei uns im Studium sehr gross geschrieben. Als Beispiel von Praxisorientierung, wo findet das statt? Das findet zum Beispiel im Designatelier statt. Dort werden verschiedenste Projekte umgesetzt und die Lösungen werden umgesetzt in einem Prototyp und die Prototypen werden dann an die Industrie am Ende vom Tag gepitcht. Also Nachhaltigkeit ist für uns eine Haltung, die unsere Studierenden und Absolventinnen einnehmen sollten. Es geht immer darum, dass man interdisziplinär nachhaltig versteht. Vor allem natürlich Umwelt. Einerseits aber auch wirtschaftliche Aspekte, aber auch menschliche Aspekte. Und da wir ja genau diese Kompetenzfelder einbauen im Studium, sind unsere Absolventinnen sehr gut vorbereitet auf die Herausforderungen.